Wir sehen, es lädt. Da kommt noch was, Leute. Wer denkt, das Spiel ist hier vorbei, der täuscht sich. Deshalb bin ich im Moment auch nochmal still. Es sind nur etwa 10 Minuten. Mach meine ganze Ausrüstung bereit zu gehen, bevor sie. Desmond! Ja, ja. Gut, Sean. Du und Rebecca müsst hier drin alles zusammenpacken und in den Truck laden. Du und ich kümmern uns um die Templer. Sie sind hier? War nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Ganz ehrlich, es wundert mich, dass sie so lange brauchten. Gehen wir. Ezios Klinge. Gut, die Templer sind also im Versteck. Wir folgen Lucy. Finde ich sehr schön gemacht, dass rechts die Credits also laufen. Wie ist der Plan? Wir hauen ja ab und dann? Es gibt noch einen Unterschlupf hier. Wir kriegen Besuch. Der Truck ist gleich vor uns. Okay. Dass die Credits laufen und wir währenddessen spielen, finde ich sehr gut gemacht. Welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an Sie vergeuden. Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Widdig? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen Sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Stillman. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen. Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument wieder. Soweit ich weiß, waren Sie dabei. Neben mir. Die ganze Zeit über. Das Blut klebt an Ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. So. Los geht's. Und wir sehen, wir haben also Ezios Klinge und können mit der auch genauso umgehen wie Ezio. Durch den Sicker-Effekt haben wir auch die Fähigkeiten von Ezio in Bezug auf die Klinge erhalten. Na komm. Auf zu Widdig. So. So. Oh, Doc. Jetzt gibt's nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Desmond, wir müssen los. Da bist du ja. Komm schon. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond, wir müssen los! Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los, ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber vielleicht. Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie
hieß sie noch Minerva, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fange ich an. So, das war's an dieser Stelle mit Assassin's Creed 2. Das Gerede hat alles noch zur Hauptstory gehört, da habe ich jetzt ganz bewusst gewartet. Ja, an dieser Stelle werde ich dann selbstverständlich nochmal kurz meine Meinung zum Spiel wiedergeben. Ich habe ja jetzt mit Absicht, sag ich mal, obwohl ich den ersten Teil besitze, erst den zweiten Teil gespielt, weil ich persönlich den zweiten Teil mit Revelation... Ja, ich finde eigentlich alle Teile von Assassin's Creed super, aber ich persönlich wollte jetzt den zweiten Teil als erstes aufnehmen, da ich den eigentlich als Einleitung für Assassin's Creed sehr gut finde, ist persönlich auch der Teil, der mir storymäßig mit am besten gefällt. Ich finde die Story einfach Wahnsinn. Habt ihr wahrscheinlich selber auch gemerkt, ich habe das Spiel schon wahnsinnig oft durchgespielt und jedes Mal macht das mir wieder Spaß. Und wer das Spiel wirklich noch nicht gespielt hat, den hoffe ich durch das Let's Play begeistert zu haben, es sich wirklich mal zuzulegen. Es ist ein Spiel, das man gespielt haben muss. Vor allen Dingen als Konsolenspieler am PC. Ohne Gamepad lässt es sich ziemlich blöd spielen mit dem Klettern und an Häusern hoch und sowas. Aber wer wirklich eine Xbox zu Hause stehen hat, sollte das Spiel mindestens mal angespielt haben, bevor er sagt, es gefällt mir nicht. Denn das ist wirklich ein Spiel, das sowohl Action, Jump and Run als auch eine wahnsinnige Story enthält. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Grafisch ist es immer noch wahnsinnig gut, obwohl das Spiel auch schon einige Jährchen auf dem Buckel hat. Wie alt ist das Spiel? 2-3 Jahre. Und dafür ist die Grafik immer noch richtig ansehnlich. Ähnlich vergleichbar mit Revelations eigentlich, was ja jetzt ein Jahr alt ist, 1,5 Jahre alt ist, glaube ich. Also, wie gesagt. Aber, wer Gefallen am Let's Play gefunden hat, erstens, das Let's Play endet hier noch nicht. Es folgt auf jeden Fall noch ein Wahrheitsspecial, wo ich die Wahrheit lösen werde. Die habe ich extra alle nur gefunden, die Glyphen, aber nicht gelöst. Dazu folgt auf jeden Fall noch ein Special-Video. Und des Weiteren folgen ja noch die restlichen Assassin's Creed-Teile. Sprich Assassin's Creed 1, Brotherhood und Revelations. Die folgen auch noch alle. Die werde ich alle aufnehmen. Ja, da würde ich an dieser Stelle nochmal kurz sagen, Assassin's Creed 2 würde von mir 10 von 10 Punkten bekommen. Es ist ein grandioses Spiel mit einer super Story, einer Open World im Nachhinein, richtig guter Grafik, einer guten Handlung, gutem Gameplay. Ich weiß nicht, was man daran aussetzen soll. Nur richtigen eingefleischten Ego-Shootern-Fan könnte da vielleicht etwas fehlen, aber trotzdem ist es ein super Spiel. Ich meine, ich persönlich bin auch eher der... Ich weiß nicht, bin ich ein Ego? Nö, ich spiele eigentlich alles. Trotzdem, es ist perfekt, das Spiel im Nachhinein. Ich könnte da nicht viel dran kritisieren, wobei ich persönlich spiele ja lieber die Szenen, in denen man nicht im... Also, ich spiele lieber nur Ezio. Dieser Desmond-Rand-Story ist mir eigentlich bei den Spielen relativ egal. Werdet ihr bei Revelations vor allen Dingen merken, da nervt es mich eher, aus dem Animus rauszukommen, weil ich viel lieber die ganze Zeit nur im Animus sitzen würde. Gut, in Revelations ist man nur im Animus, dazu dann mehr. Aber ich persönlich würde lieber immer in dieser Rolle von Ezio bleiben. Und wenn die einander rausziehen, dann fühlt man sich dann will man irgendwie direkt wieder rein. Aber das ist das Einzige, was ich an dem Spiel halbwegs aussetzen könnte. Trotzdem ist das einfach nur ein grandioses Spiel und das gehört ja zur Story dazu. Deshalb kannst du ja das Spiel nicht, deshalb kann man das Spiel nicht kritisieren. Daher würde ich abschließend sagen, es ist ein super Spiel, das ich euch nur empfehlen kann, ans Herz legen kann. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte es sich auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne auch bei den noch folgenden Videos ein. Vielleicht mache ich auch noch ein, zwei Videos, wo wir noch ein bisschen Auftragsattentate lösen. Müssen wir überlegen, 2009 ist das Spiel. 3 Jahre alt. Das heißt, vielleicht folgen auch noch ein paar Special-Videos im Sinne von richtigem Gameplay. Auf jeden Fall folgt noch das die Wahrheit-Gameplay. Also schaltet auf jeden Fall da auch nochmal ein, wenn ihr möchtet. Ansonsten kann ich euch vielleicht auch für mein Skyrim-Projekt oder mein Gothic 2 die Nacht des Raben-Projekt begeistern. Ansonsten bedanke ich mich bei euch trotzdem, dass ihr dieses Projekt mit mir durchgemacht habt. Ob dann Assassin's Creed 1 oder Brotherhood folgt, werde ich mir nochmal überlegen. Auf jeden Fall endet hier hauptstory-technisch das Assassin's Creed 2 Projekt. Es folgen auf jeden Fall noch Videos. Trotzdem bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet bei einem anderen Projekt ein. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt übrigens, jetzt werden wir quasi aus dem Animus rausgeladen. Das lasse ich auch nochmal laufen. Nach dem Ladebild jetzt befinden wir uns wieder
Ihr seht es jetzt selber. Hier. In Monte di Giorni. In Ezios Zimmer hier oben. Hier waren wir ja schon einmal. Und wir sehen, hier hängen die ganzen Gemälde von unseren Attentatszielen. Marco Barbarigo. Silvio Barbarigo. Rodrigo Borgia. Die Pazzi-Verschwörer. Francesco de Pazzi. Emilio Barbarigo. Vieri de Pazzi. Roberto Alberti. Ich weiß nichts von solchen Dokumenten mehr, sage ich zu ihm nicht. Carlo Grimaldi. Aber okay, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne bei einem der Special-Videos ein. Oder wenn wir noch ein paar Nebenquests machen, was ich vielleicht auch nochmal aufnehmen werde. Ansonsten endet hier aber hauptstory-technisch das Assassin's Creed 2 Let's Play. Schaltet trotzdem gerne bei einem meiner anderen Videos ein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.